zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Neverwinter. Was bist du denn hier eigentlich für eine? Du bist keine Neverwinter-Wache. Nein. Siehst du aus von dem hier? Ich weiß es nicht. Sieht ganz cool aus. Also, beim letzten Mal haben wir... Heute ist der Tag des Toten Orks. Freut mich. Versucht innerhalb einer Quest, innerhalb einer Gruppe eine Quest zu lösen, so. Haben sie ja im Endeffekt auch gelöst. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der hier hat auch noch eine für uns. Kynerath Greybeard. Hi, hi. Ach, der redet nicht. Das ist eine Nebenquest, ne? Ich bin Kynerath Greybeard. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vom Tempel von Ogmar. Ich veranstalte den Wettbewerb Relikte Hatz im Turmviertel. Lasst mich wissen, wenn ihr Fragen habt. Was ist denn dort? Sobald der Reliktehatz begonnen hat, gibt es die im Turmviertel versteckten verlorenen Relikte zu finden. Ach, gilt es. Oh, ernsthaft. Na egal. Sie haben das Aussehen goldener Füllhörner, einem Symbol des Wohlstands unter Vaukeen. Der Göttin des Reichtums. Kehrt anschließend zu mir zurück, um eure Belohnung abzuholen. Mögt ihr die Weisheit finden, nach der ihr sucht. Ich probiere es doch mal. Das Turmviertel war früher das Handelszentrum von Neverwinter. Die hier lebenden Händler beteten Joaquin an, die Göttin des Reichtums. Meine ich doch. Viele errichteten ihr zu Ehren kleine Schreine mit goldenen Füllhörnern in der Mitte, auf dass sie mit Reichtum gesegnet werden. Als Neverwinter von der Katastrophe heimgesucht wurde, gingen viele dieser Relikte verloren. Sie repräsentieren aber ein wichtiges Erbe unserer Stadt und sollten geborgen werden. Ihr könnt uns bei der Suche nach diesen Relikten helfen, indem ihr euch an der Relikte Hatz beteiligt. Ich finde das gerade sehr cool, wie er das Buch hält. Ich glaube, ich würde das niemals so hinbekommen. Das klebt ja förmlich an seinen Fingern. Okay, nehme ich an. Okay, gibt es dafür irgendwie einen... Zeitraum oder sowas? Im Turmviertel. Wartet, J ist, glaube ich, Quests, ne? Herrschaft, Kanal, täglich, ihr Obst. Ist das das? Ah, Ah, hier, das da, das wollte ich doch. Auf der aktuellen Karte konnte kein Pfad zu dieser Quest gefunden werden. Okay. Hm. Heute ist der Tag des Toten Orks. Okay, dann werde ich das einfach mal jetzt so versuchen. Also, beim letzten Mal bin ich mit jemandem zusammen in einer Gruppe gewesen, der versucht hat, dieselbe Quest zu machen wie ich. Wir haben die Quest dann einfach schlichtweg zusammen gemacht. Finde ich ganz cool. Habe ich auch nicht... Moment mal, ich will da jetzt noch nicht rein. Habe ich auch nichts gegen an sich, wenn man Gruppen bildet. Finde ich sehr hilfreich. Ich glaube aber, in diesem Fall habe eher ich ihm geholfen. Klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich, soweit ich weiß, war das ein Kleriker. Ein Glaubenskleriker, um genau zu sein. Und, wo zum Henker bin ich hier? Oh, Gottes Willen. Ah, lasst mich. Ich will doch gar nicht hinter euch kämpfen. Nein, ich will das nicht, nein. Lasst mich doch. Stirb doch. Stirb! Böser Kommandant, stirb! Nein! Oh, die helfen mir! Ist ja coole Sache. Wie die sich einfach bewegen, voll gut. Ich danke euch. Ja. Seit wann kriege ich sowas angezeigt? Oh. Was gibt's Neues? Ach du Scheiße. Neue Aufgabe. Erstes Reittier anfordern. Ich will. Ein Held von eurem Schlag benötigt ein ebenbürtiges Reittier. Was? Ich bin voll meine Meinung. Begebt euch zu den Stellen und sprecht mit dem Händler dort. Ihr macht euch sicherlich gut auf solch einem schnellen Pferd. Oder entsprechend die exotischen Reittiere. Eher eurem Geschmack. Es tut mir leid. Ihr seht, es ist 16 Uhr. Ich komme gerade vom Frühdienst. Mit Lesen ist nicht mehr so einfach bei mir gerade.
Schaut euch das Angebot ruhig mal an. Ein Held von eurem Schlag benötigt ein ebenbürtiges Reittier. Ernsthaft? Begebt euch zu den Schonderkastellen und sprecht mit dem Händler dort. Ihr macht euch sicherlich gut auf solch einem schnellen Pferd oder entsprechen die exotischeren Reittiere eher eurem Geschmack. Schaut euch das Angebot ruhig mal an. Jetzt mache ich mir die ganze Mühe, nur um herauszufinden, dass der das vorliest. Ihr seid doch scheiße. Habe ich. Neue Talente, neue Kräfte. Okay. Pfeilregen. Habe ich schon auf Stufe 2. Könnte ich auch ruhig öfter mal einsetzen, glaube ich. Ist ja nicht dieses Daily-Ding, ne? Ist 100% Aktionspunkte. Okay, doch. Tab. Achso, ja, das war. Was ist das? Ihr gleitet in den Wald und seid für kurze Zeit nicht entdeckbar. Solange ihr versteckt seid, greift ihr automatisch jeden Feind, der euch nahe kommt, an. Feinde können dabei jeweils nur einmal angegriffen werden. Stille des Waldes, werdet eins mit dem Wald und regeneriert für einige Sekunden Trefferpunkte. Das ist ja cool. Aber verstecken finde ich irgendwie noch cooler. Aber ich sollte vielleicht erstmal die, ausbauen? Reichweite für Fernkämpfe? Flucht, irgendwas. Was wäre denn das nächste hier? Ansturm des Plünderers. Ach, im Nahkampf. Okay. Ach, der physische... Was? Springt 50 Fuß zurück, um Gegnern auszuweichen. Was bringt das denn dann, wenn ich das erweitere? Bei dem unteren natürlich, dass es mehr Schaden macht. Ach, das gilt immer für das untere. Wenn ich das jetzt erweitere, ist das immer nur für Nahkampf oder was? Nee, der macht doch dann auch mehr Schaden. Eulchen, ich brauch dich. Behinderter Schuss. R? Ach, den mach ich ja nie. Ist ja stark. Fall zwei Pfeile auf die Schienbeine, die das hier mit was? Hey. Schwachen Rang, greifende Rang, verlangsamen diese Kraft. Ach mein Gott, warum setze ich das denn nie ein? Verdammt. Okay, bevor ich jetzt noch mehr verwirrende Fähigkeiten dazu bekomme, nutze ich jetzt erstmal die ich habe. Talente. Ja, Facebook, danke. Zusätzlicher Schaden durch tägliche Kräfte. Oh, nach Relikten suchen. Der Wettkampf hat begonnen. Los, los, los. Ich muss suchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Hahaha, wie witzig. Wo bin ich denn beim letzten Mal hingelaufen? Muss ich hier? Da? Hier? Da muss ich hier lang? Kann sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber das wird auch, glaube ich, in regelmäßigen Abständen gemacht, oder? Ich glaube, ich habe daran tatsächlich schon einmal teilgenommen und habe es nur nicht gemerkt. Ich habe... Ah, oh, da ist was. Was ist das? Verlorenes Relikt? Gib mir das. Ich habe eins. Ich habe eins gefunden. Ja. Okay, die scheinen hier wirklich in der Gegend versteckt zu sein. Dann beginne ich mal zu searchen hier. Oh, hier ist eine Wand. Es tut mir leid, meine Neverwinter-Parts sind immer mega chaotisch einfach. Das liegt aber tatsächlich nur, also mitunter, daran, dass ich das Spiel kaum checke. Also, dass ich checke es schon, nur es braucht halt alles so ein bisschen Zeit. Und ich finde auch immer, das Problem sind immer diese 20-Minuten-Parts, die eigentlich viel zu wenig sind. Da ist noch eins, juhu. Wie lange geht das? Also, wie lange habe ich Zeit? 13 Minuten habe ich ernsthaft? Voll stark.
Okay. Gut, dann wird diese Folge wahrscheinlich aus der Jagd der Relikte bestehen und ich werde wahrscheinlich auch wieder etwas überziehen, weil ich... Oh mein Gott! Oh Gott! Ach, nur nicht du schon wieder. Warte, ich kann doch... Oh toll, jetzt habe ich meinen R verbraucht. Oder? Hat er das... erzählt er das? Ich hoffe nicht. Oh, liegen hier auch solche Dinger? Oh, das ist ja mega nervig, wenn ich jetzt die ganze Zeit Feinde besiegen muss, um diese Dinger zu finden. Also ich hoffe mal, dass ich das nicht muss. Dass sie auch einfach irgendwo rumliegen. Ach ja, was ich noch sagen wollte zu dem, zu der Gruppenaktion beim letzten Mal. Das hörte sich vielleicht vorhin so ein bisschen eingebildet an, von wegen, ja, ich habe dem bestimmt mehr geholfen als mir und so. Aber, also er hat mich ja geheilt. So, in dem Sinne hat er mir auf jeden Fall geholfen. Das ist gar keine Frage. Er war ja halt auch ein Kleriker. Und ich kenne Kleriker, also und das Spielen von Klerikern vor allem aus Perfect World, weil ich da damals auch einen Kleriker gespielt habe. Und ich muss sagen, es ist echt schon ziemlich schwierig, wenn man das so noch nicht kennt und noch nie einen Kleriker gespielt hat. Denn es ist ab einem gewissen Punkt, weil Kleriker sind nun einmal schlichtweg Heiler. Also zum Großteil Heiler. Und ich muss sagen, es ist mega schwierig, alleine als Kleriker dann klarzukommen. Ich habe zum Beispiel irgendwann in Perfect World auch einfach gar nicht mehr alleine arbeiten können. Ich habe mich gar nicht mehr alleine zurechtfinden können und keine Quests mehr machen können. Einfach weil ich zu schwach war. Ich konnte zwar super heilen, das heißt, ich konnte mich auch super selber heilen, aber ich habe halt kaum Schaden gemacht. Weil ein Kleriker nun mal nicht dafür da ist, um Schaden auszuteilen. Und ja, dementsprechend musste ich mich halt immer an andere wenden, musste sehr oft auch einfach Gruppen bilden und konnte nur zum Beispiel mit Freunden zusammenspielen, die dann mir geholfen haben, die ganzen Quests zu erfüllen, sprich die ganzen Monster zu töten und so ein Kram. Achso, hier ist wieder der. Oha! Okay, kommt her. Bäm. Stirbt. Umfallen, los. Stirb doch! Danke. Ach, ich könnte mein Inventar langsam mal wieder sortieren hier, ne? Ist schon, was länger her, dass ich das gemacht habe. Kann ich die da. Nee. Konnte ich leider nicht sehen. Hauptsache, da steht unten, Sie können Arbeitssklave nicht sehen. Aber Hauptsache, ich weiß genau, was da vor mir steht. So, und weil ich so ein bisschen Erfahrung mit Klerikern habe, habe ich das Gefühl, dass wir ein sehr gutes. Also mit einem Kleriker im Team bildet man automatisch ein sehr gutes Team eigentlich. Weil. Außerhalb der Reich. Willst du mich ver. Ach so, ich bin im Nahkampf immer noch. Ach scheiße. Okay. Mit einem Kleriker ein Team zu bilden, ist tatsächlich sehr hilfreich teilweise. Und deswegen war es halt auch für mich sehr hilfreich. Er hat mich geheilt. Ich habe ihm dadurch, dass ich mit ihm in einer Gruppe war, geholfen, seine Quest zu erfüllen. Und dementsprechend haben wir uns super ergänzt. Kann man nicht schmeckern, ne? Und im Endeffekt hat er sich ja auch dafür bedankt, dass ich ihm geholfen habe und so weiter und so fort. Also, Gruppen bilden ist schon cool und hilfreich. Kann man durchaus öfter mal in Erwägung ziehen, finde ich. Höh. Stirb. Warum rennst du weg, Alter? Oh, da ist was, da ist was. Was ist das? Ich will das haben. Oh, ach so, okay. Ich konnte einfach drüber laufen und habe es damit eingesammelt. Geht das hier auch? Nee, damit geht das nicht. Wo gehen Weg immer noch? Hier lag doch auch noch irgendwas. Nee, hier lag nichts mehr rum, okay. Ich glaube, ich bin gleich bei. Ja, ich werde ein bisschen überziehen. Ich glaube, ich werde bei 3 Minuten oder so. Also 3 Minuten werde ich bestimmt überziehen. 3 bis 4 Minuten, was ist das hier? Gewölbeerkunde-Gedöns. Okay. Also ich glaube, hier war ich auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob diese Relikte immer woanders liegen. Aber. Ja gut, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wo ich das letzte Mal eins gefunden hatte, wenn ich ehrlich bin. Hier hinten könnte noch gut eins liegen. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwem hier in die Arme laufe.
Das ist mir jetzt bestimmt schon zwei oder drei Mal in diesem Part passiert, dass ich irgendwelchen komischen Feinden in die Arme gelaufen bin, ey. Wie viel habe ich denn von den Dingern? Sehe ich das irgendwo? 4 Punkte. Rang 2? Was heißt denn Rang 2? Zweiter Platz? Das wäre cool. Da fühle ich mich ja voll gut so. Ich glaube, beim letzten Mal hat einer 9, glaube ich, gefunden. Da bin ich ja noch lange nicht dran. Noch lange nicht. Also, vielen Dank nochmal an den Kleriker vom letzten Mal, falls du das hier irgendwie sehen solltest, was ich eigentlich nicht glaube, aber wer weiß, wer weiß. Zum gefallenen Turm. Guck ich mal, ob es hier auch Relikte gibt. Relikte, Relictions. Oh, kann ich hier durch? Kann ich hier durch, okay. Oh, was ist das, was ist das? Ah, die muss ich doch, die muss ich doch. F drücken. Oh, upsi. Das wollte ich eigentlich nicht. Hahaha, da kommt meine Pfeile runter, wie cool. Oh, das sieht mega gut aus. Stimmt, ich muss die komischen Teile ja auch finden. Also zumindest hier in den anderen Gebieten, soweit ich weiß. Da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ey, ehrlich. Oh, hier kann man rein. Ich glaube aber nicht, dass ich da drin irgendwas finde. Was? Ich? Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss Relikte finden. Boah, ist das schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich komme gerade vom Frühdienst. Es ist gerade ein bisschen schwierig mit der fehlerlosen Konversation. Da ist noch eins. Sehr schön. 5 Punkte. Coole Sache. Hi, Station 1. Du siehst das wie Shikamaru. Ja. Ich glaube, hier komme ich gerade her. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Oh, ich habe voll Rücken, ey. Ach nee, hier komme ich tatsächlich. Oh, ich habe mich schon wieder verlaufen. Na, wer hätte es gedacht? Okay. Ja. Ich bin mit meinem Kleriker in Perfect World tatsächlich bis auf Stufe 50, ich glaube sogar 55 hochgekommen. Ich war sehr erstaunt. Aber es hat wirklich auch wahnsinnig lange gedauert. Ich glaube, ich habe 3 Jahre gebraucht oder so. Ohne Witz. Bis ich wirklich so weit war, dass ich den... Aua! Also die heißen nicht umsonst Axtwerfer. Aua, aua, aua. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Oh nein! Ich habe gepult. Sorry, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Geh weg. Oh Gott. Was sind das für komische Schätze, die ich hier die ganze Zeit einsammle? Mir das. Und das auch. Bestimmt ist mein Inventar gleich irgendwann voll. Und dann kann ich einfach nichts mehr einsammeln. Oh, ist das schlimm. Jetzt bin ich schon wieder auf diesem Vaukeen. Ich guck mal, ob da oben noch irgendwelche sind. Noch 4 Minuten habe ich noch. Ich glaube nicht, dass der hier oben... Hi, wer bist du? Bestienzähmer Ork. Ich wette, wenn ich dich töte, sterben auch deine Bestien. Nein, tun sie nicht. Scheiße. Ach, das ist ja blöd. Ja, ich weiß, ich brauche ein Ziel. Regt ab. Ja, regt ab. Mann, ey. Okay. Relikte, Relikte. Ich habe erst 2. Ich hätte gern mehr. Kommt schon. Oh, kann ich hier hoch? Oh, wie cool. Ich kann hier hoch. Gibt's hier Relikte? Seid ihr Freund oder Feind? Ich habe türkischer Schläger gelesen. Ach, scheiße. Okay, gibt's hier Relikte? Relikte. Hier gibt's eine Kiste. Ich wette, hier muss ich mal für eine Quest hin. Irgendwann. Oh, das sieht voll cool aus hier oben. Ich wette, ich finde hier keine Relikte mehr. Und ich wette, ich werde hier sterben. Mein Fallschaden. 1, 2, 3 und Absprung. Kann ich da rein? Oh, ich traue mich aber gar nicht. Tut mir leid. Ich hoffe, es hat dir gefallen, türkischer Schläger. Oh, ist das fies. Das ist voll gemein. Es tut mir leid, ich habe das da einfach... Ich habe das so gesehen und es war keine Absicht. Falls sich irgendwer angegriffen fühlen sollte. Ich hoffe nicht. Oh, Ork, hallo. Oh Gott, ich sterbe, ich sterbe. Oh.
Sterb, 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 sterbt. Oh, nicht du schon wieder. Nein. Ich kann dich gerade echt nicht gebrauchen, Mann. Ich verliere wegen dir meine ganzen schönen Heiltränke. Ach, fick dich doch. Entschuldigt. Der geht mir gerade tierisch auf den Sack. Und ich sterb schon wieder. Hui. Mein Gott. Was? Kleiner Heiltrank. Der Inventar ist vollständig belegt. Aufnehmen. Geht nicht. Kann ich noch einen kleinen... Was nützt denn, wenn ich 5 nehme? Ist auch 1000. Oh, nü? Das ist nämlich genau das, was ich meine. Mein Inventar ist jetzt einfach voll. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Was ist das denn? Obwohl, die Sachen bringen mir alle eh nichts. Und ich habe nur noch 2 Minuten für die Relikte. Oh nein. Ist hier noch eins? Ist hier noch eins? Ach, kommt schon. Hier muss doch noch eins. Ah, oh mein Gott. Nein, nicht essen. Nicht essen. Will nicht gegessen werden. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur Relikte finden. Sind hier überhaupt noch welche? Nicht, dass das voll das falsche Gebiet ist und so. Way. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Feinde. Ich bin schon so oft... Ah, da ist noch eins. Komm schon. Eins finde ich noch. Eins kann ich noch. Oh mein Gott. 6 Punkte. Oh, ich bin so gut. Autsch. Aber das heißt, da oben gibt es vielleicht noch mehr. Da oben gibt es vielleicht noch mehr. Wenn Rang 2 wirklich Platz 2 bedeutet, bin ich gespannt, wie viele der erste gefunden hat. Ich gucke mal, ob ich hier durchkomme, ohne dass sie mich angreifen. Wenn die mich jetzt aber alle angreifen, habe ich ein Problem. Ich werde nicht sterben, mein Freund. Das kannst du dir gleich mal abschminken hier. Oh Gott, das sind wieder so Typen, die viel aushalten. Die ganz viel aushalten. Wie kann ich denn nochmal dieses Daily-Dingsbums einsetzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das bringt mir überhaupt nichts. Das war falsch. Oh Gott, oh Gott. Nein, tschüss. Haha, du triffst mich nicht. Doch, du triffst mich doch. Oh, sogar sehr gut. Stirb, stirb, stirb. Aua. Aua. Oh Gott. Achso, ich kann ja nichts mehr. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Warte kurz. Hä? Wie zum Henker? Inventar ist vollständig. Ja, ich weiß, aber ich möchte gerne... Ja, danke schön. Ich möchte aber gerne... Rückstand. Ich scheine davon schon welche zu haben. Ah, Mist, die Armschienen hätte ich, glaube ich, gebrauchen können. Was ist das? Gürtel? Ich muss gleich einfach mal kurz in mein Inventar gucken. Ich glaube, ich werde danach einfach... Oh nein. Noch ein paar Sekunden. Ich will noch eins finden, ich will noch eins finden, ich will noch eins finden. Eins noch, 4, 3, 2, oh nein. Okay, ich finde keins mehr. Gegnerz. Ich bin tatsächlich Rang 2. Julius Gemstone hat 10 gefunden, okay. Cool. Lichtverzauberung Rang 1, silberne Verzauberung Rang 2. Wettkampf abgeschlossen. Aufgrund eurer Leistung konntet ihr euch unter Silber platzieren und habt folgende Belohnung verdient. X drücken, um auszublenden. Cool. Sehr geil. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe hier meinen Erklärbär, der mir da hoffentlich ein bisschen aushelfen kann. Jetzt würde ich aber gerne mal erstmal den Part beenden, weil, wie gesagt, überzogen und so. Und ich würde sagen, im nächsten Part gucke ich dann mal kurz in mein Inventar und mache die Quest weiter. Die Quests weiter, die ich hier angefangen hatte, beziehungsweise anfangen wollte. Ich kann die Quest wahrscheinlich auch schon wieder abgeben bei dem Fraggle da. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn es wieder mega planlos war. Aber ja, lasst eine Bewertung da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.